Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Back to the Woods. Ja, es ist lang her, also die mir jetzt aktiv folgen. Und es ist mal wieder soweit. Ja. Juhu, würde ich wahrscheinlich denken. Ja, was ist denn in der Zeit passiert? Eine Menge. Ah, toll, nachts. Ich habe hauptsächlich viele Rohstoffe gesammelt, ein paar Gebiete erweitert und ein paar neue Flächen halt geebnet. Ihr seht schon von Weitem, die Mauer ist weg. Ja, die ist ein wenig nach hinten gerutscht. Genau, ich habe schon die Wege schon mal hingepflastert, die schon mal ausgehöhlt, was ich haben möchte. Das kommt gleich. Zack. Hier habe ich alles mit Fackeln gemacht, damit auch hier nichts mehr spawnt. Also die ganzen Bäume sind jetzt hier weg, wie ich da mal gepflanzt habe. Hier wird so auf jeden Fall so Richtung Hafenanlage und so gebaut werden. Muss ich mal überlegen, wie ich es am dümmsten mache. Ihr könnt mir gegebenenfalls andere Videos zeigen oder Verlinkungen in die Kommentare reinschreiben oder selber was erzählen, wie oder was ich hier bauen könnte. Das wäre auf jeden Fall schon nice. Und so. Also das hier habe ich schon gedacht, so wenn die Leute hier reinkommen, so eventuell, dass hier erstmal die Anmeldestation ist. Hier, da weiß ich noch nicht. Ich habe ja hier die Mauer noch so ein bisschen gemacht. Nicht nur Erde und so habe ich jetzt mal ein bisschen glatt gemacht. Hier habe ich ein bisschen reingebaut. So, auch schon mal. Ja. Schon mal einen Raum gemacht. Hier geht es hinten raus. Mit einem Kiesweg erstmal. Hier war ich auch noch nicht. Ich habe mir überlegt, eventuell entweder eine Art Polizeistation mit Kerker hinten oder halt als, weil wir hier am Hafen sind, Lagerstätte, wo die dann hier ankommen und dann hier sagen: Okay, hier, zack. Also, ich möchte auch hier dann mal ein ordentliches Tor hinbauen. Wahrscheinlich wird es dann noch weiter ein bisschen reingehen. Auf jeden Fall so, dass dann auch, sag ich mal, in dem Sinne größere Wagen halt hier rein können und zack. So. So. Ja, wie ihr seht, ja, die Mauer gemacht. Habe überall auch erstmal so diese Ranken dran gemacht. Ihr könnt auch mal reinschreiben. In die Kommentare, ob euch das so ein bisschen gefällt. Ich wollte ein bisschen alt darstellen lassen, also ein bisschen, ja, schon länger da ist. Weil nackig sah das jetzt nicht so schön aus. Ich habe das mal gemacht. Wenn ihr das jetzt sagt, nee, sieht doch nicht so gut aus, dann mach ich halt ein bisschen weg. Entweder komplett weg oder reduziere das stark halt. Jo. So. Was gibt's denn noch? Ein bisschen hier an den Seiten habe ich weiter gegraben, ein wenig, aber nicht mehr. So, aber hier. Jetzt haben wir einen Durchgang. Skelett. So nah. Auf der anderen Seite bestimmt. Hier dürfte eigentlich nichts sein. Hier alles Fackeln haben. Jo, dieses komisch gebildete habe ich mit Absicht gemacht. Es geht dann hier drunter ein bisschen weiter. Hier möchte ich ein so gesehen mit überdachten Markt hier errichten. Also mit Marktstand und so. Ja. Hier oben geht's ein bisschen weiter. Da mache ich hier nur auch noch mit normalen Treppen. Das ein bisschen schneller geht dann. Aber erstmal so. Hier schon mal vorgelegt. Also ich habe, wie gesagt, ein bisschen vorgearbeitet. Habe ich schon ein wenig. Aber die Hauptarbeit wird noch kommen. So, hier. Jetzt kann ich mal von hier ausmachen. Also wenn ich kein Futter mehr. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen zu laut, die Hintergeräusche. Ja, wie gesagt, ich muss hier alles neu einstellen. Machen wir hier 50%, so. So. Genau. So, hier habe ich die Mauer auch erweitert. Also von hier aus, zack, nach da drüben. Ich werde dann hier den Friedhof auch hier dementsprechend erweitern. Hier habe ich gleich die Mauer weitergelassen. Hier geht er weiter. Zack, zack, zack. Und hier rum. Zack. Und das habe ich erstmal auch schon länger, glaube ich. Schon hier großzügig. Habe ich jetzt mal hier noch eine Mauer gemacht. Bisschen unterteilt in Sektoren.
Also hier habe ich schon bearbeitet. Da drüben noch nicht. Da muss ich dann auch jede Menge Fackeln überall setzen, da nichts spawnt. Damit ich dann hier die Mauer einreißen kann und das dann halt dazu legen kann. So. So, hier habe ich auch schon alle Fälle mal die Fackeln vorbereitet. Und hier, also hier kommt dann auch noch jede Menge Gebäude. Da drüben habe ich halt, wo der Gehweg momentan ist, hier oben. Und hier möchte ich so mehr eine Art Waldlandschaft, so eine Art Mini-Park. Ein höher gelegener Mini-Park halt. So. Das ist so mein Gedanke gewesen. Also Bäume pflanzen tue ich dann noch. Halt später. Und ja, hier müssen wir ein bisschen mit Gehweg und so. Eventuell mal sogar noch ein bisschen größer. Mal schauen, worauf ich da Lust habe. Oder was eher passt. Oder was ihr halt vorschlägt. Das ist auch mal eine Sache, was ihr halt vorschlägt. Könnt ihr auch dazu passen. So. Nee. Mist. Zack. So. Was machen wir in dieser Folge? Gute Frage. Ich denke mal, wir gehen an den ersten Gebäude ran. So. Stehen wir da hinten. Da haben wir noch ein Gebäude, was ich noch nicht gezeigt habe, was ich bauen möchte. So. Kann ich euch mal ein bisschen zeigen. Also ich habe hier auch fast eine halbe Kiste. Hier volle Steinkiste. Die habe ich schon jede Menge Steinziegeln vorbereitet. Schon mal ordentlich. Hier unten habe ich wieder hier Eichenholz voll gemacht. Hier fast voll. Birkenholz fast voll. Halb voll. Auch meine wertvollen Rohstoffe haben sich massiv erweitert. Drei, fast vier volle Diamanten-Stacks. Jede Menge Eisen, jede Menge Redstone, jede Menge Kohleblöcke, Goldbarren. Ach, jetzt kommt ein Schluck auf. Ja, okay. Halt sowas. Schon mal so einiges vorbereitet. So, was soll ich jetzt machen? Ach ja. Wir nehmen mal. Vorsichtshalber mal so viel mit. Und hier. Ja, nehmen wir mal hier. Zack, 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 zack. Nehmen wir hoch zu den Stein. Und nehmen wir hier Klumpen mit. So, noch etwas. Ja. Naja, wir müssen hier eine Workbench mitnehmen. Damit wir vor Ort auch verarbeiten können und mal einen Stack Eichenholz treppen. Schon mal dazu. So, die Dorfbewohner, weil jetzt sagt, ja, wo sind denn die, wenn ihr schon mal danach fragt. Keine Ahnung. Also die sind da hinten, hier ist so gut wie gar keine mehr. Und auch der Eisengolem ist weg. Auch der Eisengolem ist weg. Da war immer hier gewesen und seit weiß ich nicht mehr, ist er weg. Ich weiß nicht, ob ein paar Dorfbewohner gestorben sind, deswegen er jetzt nicht mal da ist. Aber eigentlich nicht. Egal. Keine Ahnung, wo er ist. So, jedenfalls. Ach, hier habe ich auch noch was. Ich könnte auch. Ja, machen wir erstmal hier. Obwohl, jetzt weiß ich nicht, ob das dann klappt. Brauchen noch einen Eimer mit Wasser. Holen wir mal schnell. Wohl, halt. Workbench. Können wir ja schon mal hier. Ja, hier hinstellen, da. Und schnell holen wir nochmal einen Eimer mit Wasser. Und da will ich ja den Brunnen hinmachen. Also da auch wieder so eine Art Mini-Brunnen, habe ich mir überlegt. Zack. Komm. Da haben wir noch einen Eimer. Ich habe auch einige schon gezaubert. Also ich habe schon hier die Mannspitzhacke mit Glück 3, was natürlich dementsprechend auch resultiert, dass wir schon so viele Rohstoffe wie Kohle und Diamanten besitzen. So, was machen wir hier? Einmal so. Ich würde mal sagen, wie machen wir das am dümmsten? Wir haben hier nämlich dementsprechend nicht mehr Platz.
Wie viel Feld haben wir hier eigentlich? Ein 1, 2, 3, 4, 5 zu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist doof. Aber wie ist das eigentlich, wenn oben drauf Wasser ist? Ah, geht in eine Richtung. Okay, 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 okay. Okay, habe ich gesagt. Ach ja, das stimmt. Ja gut. Na, Regen. Leider. Da. Wetter aus. Nervt. So. Ja, du. Machen wir mal. Zack. Noch so ein Brunnen? Und oben drauf, bup, 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 bup. Ich bin gerade ein bisschen, Ich hab gar mal. Wie machen wir die am dümmsten? Das kann kein großer werden. Ich möchte auch mal so einen richtig schönen großen machen. Sind hier eh Gras dazwischen. Also wir den komplett groß machen. Also so. So, machen wir mal schnell auf die Art. Zack. Und dann halt. Sind aber auch weg. Los. So. Wir kommen hier an. La 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 la. Wir dann noch so einen Steinzaun drüber drum machen. Ja, machen wir mal einen Steinzaun drumherum. Ich denke mal, das ist nur am vernünftigsten. Ich hab gar nicht mal. War das so? Ich hab gar nicht mal. Ich hab gar nicht mal. Hau ab, Baustelle. Ich hab gar nicht mal. So, hier lassen wir nochmal offen, denn hier müssen wir jetzt noch. Die
die Steine hinmachen. Verdammt. Ich muss noch ein paar Fackeln hier einfach mal hinlegen. So. Die wertvollen Fackeln ja hier aufsammeln. Und die Erde ist eigentlich egal. Egal. Ja. Hey, Haus da! Ist nie einfach ein Hirn hier. Bist du bescheuert? Du kriegst es hier. Bam. Und was sagst du jetzt, hä? Dödel. Ah. So, und jetzt. Psst, psst. Ja, hier raus. Geh doch. Meine Güte. Ach, hier kam er bestimmt. Verdammt. Hier kann er auch noch. So, halt so. So, dann noch überall Fackeln. Und einmal hier zumachen. Schön. Reicht erstmal. So. Muss auch reichen. So. Hier ist ein etwas größeres Projekt, die ich mir gedacht habe. Und. Ja, ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich das mache. Das soll so eine Art Unterkunft für die Reisenden sein. Oder für die Arbeiter halt. Ich denke mal, wir brauchen einmal das und einmal das. Ich überlege immer noch, wie wir das bauen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Dafür muss einmal das weg. Die Boot machen wir mit Birkenholz am besten. Und wir brauchen ein wenig Erde. Ach mein Gott. Mich ein wenig vertan. Wir müssen noch wieder futtern. Boden macht wieder auf jeden Fall mit Birke. Außen so wie so ein Mix mit Eichenholz und Stein. Und ja, schmeiß jetzt das einfach mal hier rein. Zack, 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 zack und zack. Dann ist ein bisschen Birkenholz mit. Und hier ein Stack davon. Warte, warte, warte. Nee. Nehmen wir davon nochmal was mit. Ah! Natürlich. Jetzt fällt es wieder ein. Und haben wir was davon? Okay. Doch, da. Da haben wir es doch. Obwohl, das können wir auch aus dem machen. Wollen wir nicht extra. Oder? Halt hier. Nee, das tun wir dann hier mal. Na, tun wir das mal erstmal wieder rein. So. So. Auf geht's! Legen wir schon mal die ersten Teile rein. Push. Einen schönen Brunnen vorbei. Halt mal, haben wir nicht. Ah, verdammt. Egal.
So, wir brauchen ein bisschen Birke. Und hier will ich auf jeden Fall genauso entlang. Bis auf hier. So, das ist auf jeden Fall schon mal der erste Weg, den ich mir gedacht habe. Und hier außen kommt dann dementsprechend. Puh, warte mal. Das mache ich als Untergrund für die äußere Mauer. Ich habe jetzt gerade keine Erde zur Hand. Hätte ich einen Spind nehmen können jetzt gerade, verdammt. Muss halt das jetzt mal dran glauben. Na. Nee, das. So, na. So. Jetzt kommen die Steine. Das soll ja jetzt untenrum etwas stabileres erstmal sein. Alle? Okay, so. Nächster Stack. Obwohl ich sehe gerade oder überlege mir gerade wieder. Wieder dieses typische. Zack. Halt mal. Jetzt haben wir ein bisschen Platz frei. Ne, schon despawned. Schade. Ja. So, jetzt haben wir ein bisschen Erde. Gehen wir in diese Ecken wieder rein. Das, ja, sieht ein bisschen besser aus. So. Na, so. Wir brauchen echt Erde, das gibt's doch nicht. Na komm. Oder? Nee, das mach ich nachher. Nimm. Hier dann dementsprechend auf jeden Fall. Obwohl, ich weiß nicht, Aufteilung. Ja gut, ich kann es ja immer noch wegmachen. Dort, wo stört. Ich mach schon mal so überall das Birkenholz als Boden rein. Ja, Türen kann man auch gleich machen. Zack. Wenn wir schon dabei sind. Hey, müssen wir nach innen machen, stimmt. Ihr habt ja recht. Mein Gott. Meckert doch nicht gleich rum. So. Natürlich gleich auch hier wieder Fackeln legen. Nicht, dass es zu dunkel wird. Besser gesagt, wegen der Dunkelheit jetzt aber spawnen, wie Creeper. Ja, einfach die ganze Bude wegreißt. So. Nee. Na komm. So. Ich habe gedacht, hier hinten, so hier ungefähr, machen wir so einen Doppelaufgang nach, also nach links und rechts, und oben treffen sie sich wieder. Und dann oben genau dasselbe halt nochmal. Ich denke mal, das sieht dann einigermaßen vernünftig aus. Hoffe ich mal. Ich glaube, wir müssen dann noch ein bisschen Birke holen. Aber ich glaube auch nur ein wenig. So, ein bisschen einsammeln hier. Wo ja nichts Wertvolles liegen lassen.
mein Gott. Einsammeln, immer einsammeln. Ach, machen wir gleich hier. Weg. So. So. Ja, das war's schon wieder. Verdammt. Ja gut. Ich gehe jetzt erstmal eine Weile Rohstoffe holen, um weiterzumachen. Und ja, für mich wird es jetzt ein Augenblick sein mit Aufnehmen. Für euch wird jetzt einige Tage Pause zwischen sein. Hahaha. aber wenn es euch gefallen hat, dann schaltet mal im nächsten wieder ein. Bis dahin. Tschüss.